Jetzt ist mein Typ gefragt. Mitgegangen, mitgefangen. Ah, die rufen mich dann auf, denke ich. Ist ja sehr besetzt heute. Hi, jetzt kommt mein Part. Ich will wieder zurück. Sitzen. Füße nach oben, alles klar. Also ich muss die Füße nach oben machen, sonst tut's weh. Alles klar. Also quasi sitzen. Ja. Viel Spaß. Dankeschön. Also für alle, die mal noch was vorhaben, macht das auf jeden Fall, das ist mega geil. Also ich bin jetzt quasi oben über dem Meer, kann alles angucken. Durch trauernde Technik, das wird schon werden. Man hält sich natürlich auch fest, aber es ist so ein bisschen wie Freizeitpark. Ihr könnt auch mal eine WhatsApp schreiben, jemand anrufen, ist ja Wahnsinn. Ansonsten, ja, kann man alles schön sehen. Ich versuche mal so ein bisschen. Oh, das Meer ist traumhaft. Und eine Boje. Ja, was soll man sagen? Ne? Schöner kriegst du es nicht. Vielleicht mit einem Heißluftballon. Aber da unten können wir winken. Ja, aber herrlich. Man hat nur eine Schnur, ansonsten den kompletten Blick und ein bisschen wackeln. Für alle die, die natürlich auch ein bisschen Muffe haben vielleicht mal bei sowas, die könnten eventuell auch mal ein bisschen Lulu machen. Das ist kein Problem. So. So, jetzt kann man hier unten noch mal schauen, also da sind wir los und nach da hinten guck ich mal, aber man kann bestimmt noch mal umschwenken. Da hinten, das ist der Hammer. So, so schön, ich glaube ich bin jetzt so locker geschätzte, ich würde mal sagen 40, 50 Meter über dem Boden so, ganz locker. Das ist heftig, richtig geil. Jetzt schwebe ich hier so ein bisschen und kann quasi fast über die komplette Insel gucken. Ha? Der Fallschirm ist auch geil, ne? Aber wirklich, wirklich der Härtner. Also echt, echt geil. Jetzt geht es ein bisschen runter. Jetzt kriege ich ein bisschen Animationsprogramm. Die Drecksäcke. Naja gut, ich meine, ich sehe zwar sehr entspannt aus, aber mir geht trotzdem die Düse. So, also wir gehen jetzt noch mal ein bisschen hoch. Die lassen mich natürlich schön fliegen. Ich kriege heute Spezialshow, glaube ich. Ja, was gibt es über die Insel zu sagen? Die ist ja noch nicht so alt, hat auch ein paar Sachen, ja, die neu gemacht werden müssen, auch weil die Politik sich ein bisschen verändert hat. Aber das Land, die Menschen versuchen immer nett und lieb zu sein. Und man hat natürlich auch, sage ich mal, sehr schöne Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, und ich will gar nicht zu wenig reden, weil in den Streams wird auch immer gemotzt, ich würde zu wenig reden, wenn ich im Storyteil oder vielleicht auch eine Zwischenpassage habe. Das wird sich natürlich ändern. Ich werde jetzt reden wie ein Verrückter. So, hier unten, wir gucken mal, ob wir vielleicht auch einen Delfin sehen können. Ja, ich hoffe wirklich, dass es allen Spaß macht, die jetzt hier auch zuschauen können. Es ist wirklich, wirklich traumhaft. Man hat einen kompletten Blick übers Meer. Da möchte man gerade mal vergessen, dass so viele schlimme Sachen passieren. Aber dafür mache ich auch diese Videos, damit natürlich auch du oder auch jemand, der vielleicht auch mal eine schlechte Phase hat, einfach mal ein bisschen mitmachen kann. Und dann sage ich einfach mal, da gönnen wir uns das Ganze. So, ich habe das Gefühl, wir gehen jetzt noch ein bisschen hoch wegen dem Wind. Haben auch ein bisschen Glück mit dem Wetter. Ich habe mir auch gestern leicht Sonnenbrand geholt, aber egal. So, und jetzt kann man hier, wir gehen jetzt ein bisschen rum. Wir gehen jetzt ein bisschen von der Seite weg. Dahinten kann man wunderbar sehen, ich weiß nicht, ob ihr es seht, das kleine Fleckchen da ist die blaue Lagune, bisschen hinten dran auch noch. Und da ist ein schöner Leuchtturm. Da waren wir auch, kann ich auch nur empfehlen, das ist eine tolle Sache. Jetzt sieht es mehr mit der Reflexion, muss ich auch noch mal drauf tun. Aber ich hoffe wirklich, man kann mich verstehen bei dem Wind, aber ich habe ein gutes Gefühl. Ja, sehr, sehr geil. Man hat wirklich, wirklich einen wunderbaren Ausblick. Hast du nicht gesehen, ne? Das ist ein klassischer mitgegangen, mitgefangen, absolut. Matze extrem. Gucken, was als nächstes kommt.
Aber das ist schon mega geil. Guck, vielleicht gehe ich das nächste Mal in den Freizeitpark und filme die Anlagen oder so. Wenn ich darf, natürlich. Oh, hier jetzt wunderbar. Leute, es ist natürlich schade, wenn das Meer jetzt so richtig in die Sonne getaucht ist. Wenn das vielleicht noch mal kommt, ist mega geil. Wirklich mega geil. Und für alle, die sich wundern, warum ich das nicht als Livestream gemacht habe, es ist nun mal vor Greenscreen gedreht. Nein, nein. Nee, es hat einfach keine Chance, bei 4G Livestream über Meer zu machen. Da brauchen wir schon Satellit oder so. Aber hier, jetzt kann man es wunderbar sehen. Das ist so traumhaft. Herrlich. Man kann einfach mal abhängen. Das ist echt geil. Ja? Ich hoffe natürlich, dass die Aufnahmen komplett super sind. Ja, vielleicht auch von unten noch eine gemacht wird. Ich habe es vergessen zu sagen. Aber wirklich schön hier. Einen Moment der Stille noch mal genießen. Richtig geil. Ich muss mich beim Landen auch noch mal konzentrieren. Das Tolle bei diesem Boot ist, dass die Landung, da muss ich die Füße anheben, als würde ich auf dem Arsch landen. Ansonsten könnte ich mir wehtun. Oh, jetzt kommt noch mal richtig Wind rein. Ja. Meine Schwester wird sich kaputt lachen wahrscheinlich, wenn ich hier oben abeier. Vor allem, ich lasse mir ja nichts anmerken. Ihr merkt das ja, ich bin total cool. Aber es ist schon irgendwie komisch. Ja? So, jetzt können wir hier nochmal gucken. Haben wir auch wunderbar den Strand da hinten. Ne? Guck mal, ob ich das so reinkriege mit dem Finger. So, warte. Da unten. Ja? Wunderbarer Strand. Kann man schön chillen da hinten. Dann haben wir die ganzen Anlagen, die ganze Insel, da hinten geht es auch noch weiter. Ja? Und das ist schon echt traumhaft. Ne? Jetzt bin ich hier so ein bisschen am Abhängen. Zwischendurch kann man natürlich auch mal den Schirm sehen. Man kann auch mal hinter mich gucken. Das ist natürlich auch geil. Ja? Ich hätte natürlich gerne noch jemanden mitgenommen, aber hatte jetzt leider keinen Glück. Ja? Ich hatte jemanden dabei, der hat gekniffen. Weichei. Ja? Das ist wie Fahrradfahren. Natürlich, wenn der Schirm hält. Nee, kein Problem. Die haben sehr gute Statistiken. Ist fast wie Fliegen. Und schade, wir haben leider noch keinen Delfin. Ich hätte lieber gerne einen Delfin gesehen. Aber es ist wirklich geil. So, jetzt kommt auch langsam diese Phase der Ruhe rein, wo man sich auch einfach nur mal besinnen kann. Was ist wichtig im Leben? Einfach mal abhängen. Für alle Ästheten habe ich heute auch mal ein Shirt an. Weil ich immer eingeölt in den Videos rumlaufe. Jetzt können wir hier unten, können dann noch mal winken. Da sind sie alle. Ja. Allesamt, das ist auch eine schöne Anlage. Da hinten noch. Unten, wo das weiße Hütchen steht. Ich hoffe, man kann es sehen. Ne? Das weiße Hütchen. Genau. Da müssen wir hin. Das ist das weiße Hütchen. Und da machen wir jetzt hin. Ich merke auch gerade, der Wind nimmt ein bisschen zu. So, und jetzt gibt es nämlich die Show. Das heißt, wenn der Wind jetzt günstig steht, kriege ich ein bisschen nasse Füße. Und da seid ihr auch dabei. Ich leider auch. So, da geht ein bisschen mit Gas. Ne? Ich fange auch jedes Mal dann richtig ein. Aber ich denke schon, wenn man so den Winkel hat, dass das Feld groß genug ist. Für alle, die jetzt auch zugucken, dass da unten ist mein Boot. Oh ja, oh ja. Jetzt wird's gut. Die denken sich, jetzt kommt. Ne? Die denken sich jetzt, hat noch keine Angst. Und da unten sieht man meinen Fallschirmpunkt. Das ist kein UFO hier. Ja? So. Aber wunderbar. Ich schwenke gerade noch mal rum, weil ich denke, die Fahrt. Ich habe euch ja mitgenommen, ging ja jetzt schon eine Weile und wir werden jetzt zur Landung ansetzen, vermutlich, ja, und aber ich werde wahrscheinlich noch geärgert werden mit da unten, ja, hallo, der Maulwurf, ne? So, jetzt kommt der Spaß. So, ihr seht da unten, das Wasser kommt näher, Wasser kommt näher, schlecht. So, Wasser kommt näher, Wasser kommt näher, Wasser kommt näher. Ja, kommt immer noch näher. Mal gucken, ob ich ein neues Handy brauche. So, Wasser kommt näher, Wasser kommt näher, Wasser kommt näher.
Eulenboot gleich, wenn ich nasse Füße kriege. So, Wasser kommt näher, Wasser kommt näher. Ja. Gemacht. Er hat uns das Ding verkauft. Jetzt. So, einmal durchs Wasser geglitten und wieder hoch. Jetzt werde ich rangezogen. Die sich da unten so besiegt, die Kamerafrau, die kommt das nächste Mal mit. So, und. Punktlandung. Juhu. Wundergeil, wunderbar. Sehr geil. Echt? Ja. Also ich moderiere erstmal ab. Ich sage mitgegangen, mitgefangen. Es war mega geil, hat richtig Spaß gemacht. Wir ziehen jetzt noch den Schirm rein. So, ich bin da mal raus. Also macht's gut. Ciao, ciao.